Deine Persönlichkeit ist geprägt von einem immensen und vielschichtigen Erfahrungsschatz, von einladender Offenheit, von Dossierfestigkeit, von Fairness, von einer bewundernswerten Schaffenskraft, von deiner lebendigen Neugierde. Und in allen Fraktionen wurdest du geschätzt als integere, sympathische, fleißige und dossierstarke Frau. In deinen 80 Vorstößen, die du als Nationalrätin in Bern eingereicht hast, geht es sehr oft um Menschenrechte, um Entwicklungszusammenarbeit oder Armutsbekämpfung, um soziale Gerechtigkeit, um Transparenz, ethisches Handeln und Verantwortungsbewusstsein. Gerade auch im Bereich der internationalen Zusammenarbeit warst du dir nie zu schade, auch fragwürdige Machenschaften aufzuzeigen, ihre Akteure mutig zu benennen und Lösungsvorschläge zu präsentieren. Mit deinem Rücktritt verliert die Schweiz eine Parlamentarierin, die trotz der Kleinheit der Partei, die sie vertritt, eine unverzichtbare nationale Strahlkraft hat. Zusammen mit der EVP Schweiz bin ich dir aus tiefstem Herzen dankbar für dein großartiges Wirken und für die unvergesslich intensive und schöne Zeit an deiner Seite. Danke euch allen, der ganzen EVP-Familie, in den verschiedensten Rollen, im Hintergrund oder im Vordergrund, ganz herzlich für diese Unterstützung, für euer Mitdenken, für euer Mittragen und auch kritisch hinterfragen und kritisch rückmelden, aber immer kritisch konstruktiv. Und politisch wird mein Herz weiterschlagen für die soziale Mitte der EVP. Für die Randgruppen, für die Menschen ohne Stimme und ohne Rechte. Und wer weiß, was mir noch in Zukunft aufgetragen ist. Applaus